Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No More Heroes. Ja, ich muss mich ja sogar etwas beeilen mit dem Ganzen. Oh, gleich ein Brief. Lieber Travis, der nächste Rangkämpfer ist ein gefährlicher Bursche, aber du kannst jetzt nicht weglaufen. Du hast den Pfad des wachen Mannes beschritten. Auch noch so viele Tränen könne diese Entscheidung nicht wegspülen. Schnell zur U-Bahn, steige in den Zug und er wird dich erwarten. Gib dein Bestes für Sieg. Für den Sieg. Nein, und zwar wollte ich sagen, in 16 Tagen kommt ja das Remake von Zelda Skyward Sword raus. Und ich möchte es spielen. Also muss ich bei mir auf Arbeit Bescheid geben, dass sie wieder eins für mich mitbestellen sollen. Damit ich auch eins bekomme. Ups, Entschuldigung. Und dann mal sehen, ob ich es vielleicht streamen werde oder als Let's Play verkörpere. Mal schauen. Mal schauen, wie wir es machen. Also am 16. Juli. Bis die Folge rauskommt, da vergehen ja noch ein paar Tage. Jawohl, wir könnten wieder eine Fertigkeit holen. Aber lassen wir jetzt mal außen vor. Denn die U-Bahn ruft nach uns. Und es ist schon Kampf 7. Sag mal, schießt unser Motorrad? Klingt ja wie im Wilden Westen hier. So, abpacken. So. Und reingehen. To destroy man. Okay. Ich denke mal, hier werden uns ein paar Gegner auflauern. Aber erst einmal Sammelkarte Nummer 16. Du sagst es, Travis. Das ist sehr sweet. Es ist ruhig. Ein bisschen zu ruhig. Mist. Ich kann nicht speichern gehen. Werden wir hier ein paar kleine Gegner kriegen? Oder wartet hier nur der Tod auf uns? Ich muss erst mal gucken gehen, ob hier vielleicht noch irgendwo eine Schatztruhe liegt. Weil wenn ich in die U-Bahn steige, weiß ich ganz genau, ich komme hier nicht mehr zurück. Achso, ich dachte, das ist ein Ball. Okay, nein, es scheint es gewesen zu sein. Na dann, wollen wir mal in die U-Bahn steigen. Wir sind da. Okay, anscheinend werden wir erwartet. Bam! Und gleich rein. So. Erledigt der Fall. Oh, hier warten schon zwei auf uns. Na, greifen wir so mal ganz gut. Beschleunigt die Sache ungemein. Oh.
Tombstone. Bam. Ups, Entschuldigung. Ah, das hätte ich mir schenken können, weil das kostet wieder unnötig Zeit. Irgendwie habe ich das Gefühl. Okay. Ach so, du bist ja ein ganz besonderer, ja? Was, sind schon wieder Migräne? Kurz aufladen, sonst haben wir nämlich Probleme. Oh, das war's. Das ging aber schnell. Das ging echt schnell. Na, was jetzt? Karte holen? Oh. Sweet. Sweet. Aber wenn ich wenigstens wüsste, ob hinter den Treppen oder sowas immer stehen würde, so eine Kiste, könnte ich mir den Weg hier schenken, aber... Naja. Wer nicht neugierig ist, der kann nicht alles finden, wa? Ach, Travis, du armer Hund, ey. Was du hier rennen musst. Aber komm, steigert die Kondition. Aha. Yes. Yes. Geil. 4 Karten gefunden. Findet man noch eine oder war's das? Checkpoint, wie, wo sind wir denn? Hübsch. Burhawk Film Studios. Oh nein. Ich glaube, der Spaß geht jetzt erst los. Eine Pizza. Ach du Heimatland. Aha. Hängt denn der sich da einfach rein, sauber mal? Na, der war doch gut, der war. Nice Combo, würde ich sagen. Warum eine Tüte? Die fühlen sich so hässlich. Okay, das war's erstmal. Cranberry Chocolate Sundae.
Oh, der war ja schon fies. Oh, jetzt muss ich wieder runter, echt? Weißt du, da hast du einmal die Fähigkeit, unbesiegbar zu sein. Und die hält nicht lange an. Juhu, gefunden. So, ich glaube, das war die letzte aus dem Kapitel hier. Oh, wie mich solche Schusswaffen aufregen, ey. Oh, Mann! Oh, jetzt rechts. Oh, mehr jetzt. Ich glaube, der nächste Move wird der Crabbler, die Crabble-Fähigkeit sein. Dass wir weiter greifen können. Das ist ja furchtbar, ey. Schlimm. Alter, ich war noch nicht mal oben. Mensch. Die wegrennen. War es das jetzt endlich? Oh, da steht der neue noch. Na. Oh, das ist so ein Special-Gegner, oder? Der wirkt da etwas kräftig. Sind wir jetzt endlich fertig hier? Oh, endlich. Ist ja nervig, diese Bande hier. So, gleich mal gucken hier. Liegt hier was rum? Ne, diesmal nicht. Ah, ein Stückchen Pizza. Yes. Nicht mit mir. Oh, da war jetzt aber runter das Schwert. So. Lop. Wäre das Ding erledigt? Ha!
counted you in the nuts. Na, es gibt immerhin Geld bei den Gegnern. Oh. Oh, so ein Typ fehlt ja hier wieder, ey. Gleich mal beseitigen. Boah, komm, hä? Boah. Also, ein Typ kann ich allein vom Endboss, weißt du? Ne. Hey Travis, your next ranked battle is at the filming studio. Win and you'll be seventh. Lose and you're dropping down to an even deeper circle of hell. So, how are you feeling, Travis? Your head feeling better? Relieved yourself lately? Maintaining proper oral hygiene? When you're ready, step inside. Some people say it's important to know when to give up. That you shouldn't aim for things that are obviously beyond your grasp. But ignore idiots like that. Don't accept defeat before the first punch has even been thrown. Hello? Anybody home? Did you even hear what I just said? And you call yourself an assassin? This is why third-rates like you are hopeless. I am 120% certain you are going to die. All you can do is trust your force and head for the Garden of Madness. Ja, will ich ja, aber mach mal Tür auf. Dankeschön. So, dann einmal hier. Batterie ist wieder voll. Ey, wir haben echt viele Herzen verloren. Auf dem Dixie-Klo. Aber es gibt einen neuen Move. Travis, ein Sprichwort aus Calgary. Das von damals. Fundamentalste der fundamentalen Suplexe. Erinnere dich nun an die natürliche Vergnügungsmaschine, der German Suplex. Ein German Suplex. Sehr nice. Lass mal aufs Dixie-Klo. Oh, wollte ich mich nie draufsetzen. Oh. Sorry, Leute, aber ich würde mich nie auf ein Dixie-Klo setzen. Ah, nee, da wäre sogar ich wieder zum Stehpinkler. Und wenn ein Dixie-Klo so eine Geräusche macht, dann würde ich es wahrscheinlich abtransportieren lassen. Oha! Ja, nice! Oh, geil! Seid ihr bereit? I thought I wouldn't make it here on time. Had to take care of some customers that filed complaints. My apologies. So much to do with so little help. Yeah, I can't stand these people with all their nonsense complaints. They think they can just say anything. It's crazy. But anyway, I'm here. I made it on time. That's the important thing, right? I take it you're Mr. 8? You? You're ranked? Not me. Well, actually, it is me. Oh, that makes sense. Never mind then. You've got a job to do. But first, I need some time to get ready. Would you mind turning the other way? I need some privacy. Privacy? Yes. I need to prepare. Whatever. Don't mind me.
Pretend I'm not even here. I just need you to look the other way for a second. A second? Yes, just a split second. I don't think it's too much to ask, do you? Then we can get on with our fight? That is correct. All right. Ah! Oh, damn it! Whoa! That was close. For a second there, I forgot that you were a killer. Sorry if I scared you. I didn't mean to do that. Something's wrong with me today. I let my guard down. Getting sloppy. I gotta stay on my toes. You mind if I ask you something? Yeah, what is it, Mr. Cosplay? We're both assassins, right? Why do we have to kill each other anyway? If you ask me, it's absolutely meaningless. It's about determining who's best. That's what it's about. Can't argue with that. Well then, let's get started. What? You want to shake hands? We're both fighters, aren't we? Not killers, at least for now. This is a sign of sportsmanship, that we respect each other before and after the fight. Good luck. Likewise. Destroy Spark. Oh, this is great. Is this guy an idiot or what? Is this a joke? You fell for the oldest trick in the book. Oh, man, you are something. Oh, this is the best. Man, you really cracked me up. I think this laughter's gonna kill me. Seriously, I think I might really die from laughter. It hurts. Someone help. Oh, God. Oh, oh, shit. I thought I was gonna die there. For real. And look at you. You look like you're dead. I guess it's time for a wake-up call. Destroy town! Destroy team! This is where it gets good. Good night. Destroy! That was quite a move. I'll admit you've got potential. If challenge had a taste, you'd be quite delicious. Fight for the seventh? Yeah, sure. Bring it on. I love a challenge. Alter, nein. Ich will nicht. You're as good as dead. You're so crazy, der Typ. Ja, fängt schon mal gut an. Boah. Könnte ich jetzt nichts machen? Boah, verdammt. Nein. Mist. Oh, ist der Typ nervig. Au. Mist, ich... Oh, Kamera. Destroy.
Jawoll! Oh, nice! Destroy me! Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ey, hör mal auf mit dem Mist! Das war die falsche. Alter, ich muss doch mal wegkommen. Das war auch die falsche. Boah, war das knapp. Du alte Knalltüte, ey. Boah, wo ist er? Boah. Oh, nein! Oh, Leute, das wird schon noch. Oh, hat er mich doch erwischt. Hilfe! 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 Oh, Gott sei Dank, ey! Ach, Mist. Ach, komm. Nein, ich bin reingerannt. Oh, damn it, ey. Gefährlich, der Angriff. Na komm schon! Oh nee. Oh. Holy moly. Oh, scheiß.
Ja. Bin nicht mehr weggekommen. Ah, ist das ein Mist, ey. War auch sehr unspektakulär, muss ich sagen. Also, den leider da die ganze Zeit in die Ecke dazu prügeln. Jawohl. Nein, ey, Alter. Oh, verdammt. Komm, ey. Das ist gut sein, den Mist. Na, geht doch. Nee, bleibt das jetzt die ganze Zeit an? Oh nein! Bin nur extra ausgewichen. Damn. Ich musste jetzt erstmal was zu essen und okay. Tut mir leid, dass ihr jetzt die ganze Zeit diese Sirene hören müsst. Ist natürlich jetzt doof für euch, dass ihr die ganze Zeit dieses nervige Nebengeräusch habt. Komm, die Attacke ist nicht ganz so schlimm. Okay, wenn sie andauernd kommt, ist es echt ein bisschen lame. Oh nein! Na, die Kombo war wiederum nice. Hör mal auf mit dem Mist, ich muss mein Schwert aufladen.
Und weiter geht's. Weiter, 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 weiter. Jetzt gib endlich auf, ey. Don't cry like that. You're a killer, aren't you? Help! What? Help! I can't hear you. Help me, please! What is this I hear from a seventh-ranked killer? Whatever. It's over anyway. Please, help me! There you go! Es ist ein bisschen krank. Aber wir haben wieder Geld. Wir haben wieder Geld und es war krank. Ach, einmal gescheitert. Na gut. Travis, I'm starting to think that you may be for real. You are now seventh in rank. Hey, when I hit number one, you better be looking your best. No need to pretty up. I want you to see me for who I really am. Serious? Damn! Geschafft! Wir haben es geschafft! Wir sind Rang 7! Oh ja, das ist so schön! Und jetzt machen wir uns gleich auf den Weg zu Rang 6! Doch vorher müssen wir uns erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ja, wir müssen bestimmt 300.000 bezahlen! Aber, meine Freunde, vorher werde ich mich trotzdem nochmal etwas hinsetzen und etwas Geld verdienen. Gucken, dass es vielleicht eine neue Waffe gibt und so weiter und so fort. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut. Bye, bye.